So, da sind wir schon wieder zurück bei der nächsten Aufgabe, nämlich nutze verschiedene Seilrutschen. Ich mache das Ganze definitiv in Gruppenkeile und werde bei The Spire landen, oder wie das Kaff da heißt. Warum gerade da? Weil da halt die ganzen Seilrutschen sind, die eben nach oben führen. Und denkt dran, ihr müsst halt fünf verschiedene nutzen. Ist zwar ein bisschen nervig, weil ihr dann quasi erst, da sehen wir schon die erste. Weil wir halt dann halt einfach, wie gesagt, fünf verschiedene nutzen können müssen. Aber ich werde jetzt einfach mal ausprobieren, ob es reicht, wenn wir mit einer hochfahren, dann von oben runterspringen, Gleiter öffnen und dann direkt die nächste öffnen. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, ohne einmal den Boden zu berühren. Warte mal, ich probiere es mal, weil hier sind ja schon allein drei, vier. Eine, zwei, drei. Warte, die kriegen wir auch noch. Vier? Nein, scheiße. Aber ihr müsst die nicht am Stück machen. Es reicht, wenn ihr euch jetzt einfach hochbaut, hoffe ich. Zack, da haben wir die vierte. Und dann gehen wir hier zur fünften. Zack. Und schon wieder 25.000 XP, 24. So, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. War eine kurze und schnelle Aufgabe. Ich denke mal, ihr werdet das auch easy hinkriegen. Vielleicht kriegt ihr ein oder andere sogar hin, alle fünf Sprünge in einem Durchgang, ohne einmal den Boden zu berühren. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Wer mich unterstützen will, kann dies gerne tun, indem er einen Creator-Code einträgt, gerne ein Like da lässt, gerne ein Abo da lässt. Ich setze mich ran an die nächsten Aufgaben. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, natürlich gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, euch viel Spaß mit den Aufgaben, vor allem beim Leveln und haut rein.